Okay, ich stehe hier mit... Vulture, hi, Stefan. Achso, Stefan bin ich. Ich bin Stefan. Entschuldigung. Hallo Stefan. Hi, alles gut? Ja. Genocide. Nee, Kestewet. Zeiten haben sich geändert. Okay. Ja. Also ihr gebt euch keine Nicknames mehr? Doch, aber andere. Wir sind ganz frech und wechseln die einfach. Dann verrat mir deinen doch mal. Kestewet. Okay. Ja. Und Andreas, Extinktor. Dankeschön. Von Vulture, die gerade das NOAF gerockt haben. Ich fand euch echt klasse. Ihr hattet auch einen echt super Sound. Ja? Ja, war sehr gut. Cool. Sehr cool. Euch gibt es seit 2015. Mhm. Wie würdest du, also seit 7 Jahren, wie würdest du so euren Werdegang beschreiben? Boah, wir haben angefangen, direkt eine Demo gemacht, die wurde dann direkt zur EP und dann hatten wir ganz viel Spaß ganz schnell und haben großes Glück gehabt, dass wir vielleicht ein, zwei Leute schon kannten und dann da relativ schnell auch gut Anklang finden konnten und dann ging das relativ schnell los. Dann haben wir ganz schnell ein Album gemacht, ganz schnell das zweite Album gemacht, dann sind wir bei Metal Blade gewesen. Genau, und jetzt gibt es uns seit 6 Jahren und wir haben jetzt schon 3 Alben, eine EP und müssen mal ein bisschen langsamer machen. genau, die EP hast du angesprochen, da habt ihr ein Cover drauf von Judas Priest, mhm. Rapid Fire. Genau. Warum Rapid Fire? Weil das so ein geiler Proto-Metal-Song, also Proto-Speed-Metal-Song eigentlich ist. Also meine Priest verbindet man ja eher so mit ganz klassischem, traditionellen Hardrock oder Heavy Metal dann natürlich und aber da finden sich einfach ganz viele Elemente, die dann später für den Speed und für den Thrash Metal auch relevant sind und wir dachten einfach, wir drehen mal das Tempo ein bisschen hoch und machen da wirklich einen Speed Metal Song raus und das hat ja auch funktioniert, würde ich mal sagen. Also es gab tatsächlich Leute, die haben das nicht, den Song nicht mal erkannt. Also ich habe mal einen YouTube-Kommentar gelesen, da schrieb einer, oh, das klingt aber wie Rapid Fire, der eine Song. So, ja, gut. Genau, ihr habt 2019 Deal in Death rausgebracht. Das war etwas eingängiger, jo. Weniger melodiös. Jo. Und ihr habt jetzt aktuell ein neues Album draußen, wo ihr einen hohen Wiedererkennungswert von so einem Thema habt, was sich eigentlich durch das komplette Album zieht. Wie kam es dazu? Wir haben mit unserem zweiten Album, als wir dann bei Metal Blade angefangen haben, waren wir ganz schön kalte Füße gehabt und waren super nervös und hatten echt auch das Gefühl, wir müssen das jetzt toppen, wir müssen noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann haben wir diese Ghastly Waves rausgebracht und das war dann schon so ein ganz schönes Monster. Also noch eine Melodie hier, noch ein Riff da und noch eine Ecke hier und dann standen wir da live und haben das gespielt und meinten, wir kriegen das gar nicht hin. Wir können das überhaupt nicht vernünftig spielen und dann haben wir ein bisschen gebraucht, um festzustellen oder zu überlegen, wo wir eigentlich hinwollen, was wir eigentlich machen wollen. Und da sind wir immer noch so ein bisschen drin in der Phase gerade. Genau, mit Dealing Death war das dann so der erste Schritt hin zu einer Sache, die dann eher dem entspricht, was wir auch als Fans feiern und nicht nur als Musiker. Und also ihr macht praktisch von Fans für Fans Musik? Ja, am Ende. Ja. Und mit dem Thema, also das haben wir ja schon auf der EP eigentlich angefangen. So. Ich meine, wir sind beide große, oder wir alle sind große Fans von alten Horrorfilmen, Giallo-Filmen. Und das haben wir so einfach als Thema für uns jetzt mal genommen, frecherweise. Und das funktioniert bis jetzt ganz gut. Also wir haben noch ein paar Ideen in petto. So. Genau. Was waren eigentlich so eure Highlights im Laufe der Bandgeschichte? Also konzertmäßig und so? Ja. Boah, weiß ich gar nicht. Also ganz am Anfang, so als wir dann mal in London gespielt haben, das fand ich sehr beeindruckend. Dann das erste Mal richtig touren mit Rame, dann auch so im Bus und so richtig, das war toll. Und das schönste Erlebnis, das hatten wir jetzt gerade erst vor ein paar Monaten, da waren wir mit Exciter 5 Tage unterwegs und man sagt ja immer so, dieses lieber nicht die eigenen Helden kennenlernen, weil am Ende sind sie Arschlöcher und da hatten wir große Angst vor. Und das war eine herzenserwärmende Erfahrung, da mit den Jungs unterwegs zu sein, also so tolle Menschen. Das war rührend schön, wie respektvoll die waren, wie die sich auf uns gefreut haben, wie die mit uns gefädet haben und so. Das war, glaube ich, so das Schönste, was wir bislang erlebt haben. Er konnte leider nicht mit. Ja. Genau, aber so einen Moment hat er bestimmt dann auch nochmal. Gibt es so eine Wunschband, mit der ihr gerne mal auf Tour gehen würdet? Ja, die gibt es alle nicht mehr. Ja. Okay. Powerlord, Blessed Death. Weiß ich nicht, Slayer vor 40 Jahren. Ja, aber so, vor 40 Jahren. So, ach keine Ahnung. Ich fände es cool, mal so die ganzen Underground-Bands aus Skandinavien, mit denen mal wieder was zu machen. Antichrist, Necromantion, Ranger, so, das wär super geil. Ihr habt aktuell eine ganz neue Single draußen, High Speed Metal. Mhm. Saugeiler Song.
Kann man das, was man da hört, auf dem kommenden Album auch erwarten? Schwierig. Also wir haben jetzt schon einige Songs fertig und das variiert eigentlich wieder. Und wir nehmen uns gerade ein bisschen Zeit, ein kleines Kontingent an Songs zu sammeln, um dann auch wirklich zu gucken, was kommt aufs nächste Album. Um uns einfach mal den Luxus rauszunehmen, uns die besten Songs rauszusuchen und nicht 8 Songs zu schreiben und das ist dann das fertige Album. Ja. Und einfach mal einen anderen Approach an das Ganze. Und, aber da sind auch wieder Mittempo-Nummern dabei und... Aber ja, kann man sie überraschen lassen. Aber die neuen schnellen Songs, die klingen schon so wie Heavy Metal. Also viel so ein bisschen so wie die EP klang und so, da wollen wir hin. Okay, ja. Cool. Wisst ihr schon ungefähr, wann es. Nein, nee. Wie es heißt? Wir sammeln jetzt Demos. Wir haben jetzt schon 8 Songs aufgenommen und nehmen gerade die nächsten 5 auf. Und dann gucken wir mal. Und dann irgendwie im Laufe des nächsten Jahres wollen wir irgendwann richtig aufnehmen. Und dann gucken wir mal, wo die Reise geht. Okay. Wie gestaltet sich euer Songwriting so? Sitzt ihr dann alle zusammen oder jeder macht zu Hause alleine? Und wir sitzen ganz nerdy zu Hause vorm Schreibtisch und tappen das alles und dann schicken wir es hin und her und diskutieren uns die Füße wund und dann nehmen wir das so demomäßig auf und dann gucken wir dann, wie es klingt. Cool. Wo? Ja, ihr wart ja jetzt schon auf Tour und London hast du gesagt, wo würdet ihr gerne noch spielen? Amerika. Ja. Südamerika vor allem. Das wäre toll. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal. Und Japan finde ich auch super spannend. Also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Kultur, was auch so Konzerte angeht. Das kann man sich, glaube ich, hier gar nicht vorstellen. Und einfach mal was auch kulturell Fremdes zu sehen, finde ich einfach mal spannend. Ne? Das ist ja toll. Aus Europa rauskommen und... Wie war es für euch jetzt hier auf einem Festival, wo so 50-50 neue Sachen und so wie ihr jetzt so oldschool, wie war das für euch? Ja, ist eine spannende Mischung, ne? Wir hatten das Festival gar nicht auf dem Radar irgendwie und waren dann ganz schön baff, als wir angekommen sind, doch gemerkt haben, dass das relativ groß ist hier und auch sehr, sehr, sehr professionell abläuft und ist toll, macht Spaß und es scheint ja gut, diese Mischung scheint ja gut zu funktionieren, der Laden ist ja voll und toll. Cool. Wenn es euch hier gefallen hat, würdet ihr mir einen Gefallen tun und einmal brachial laut Hey Noah schreien? Ja. Okay, ja, machen wir. Gerne. Ja. Mach du mal. Wieso? Na, wir das. Hey Noah. Okay, mach du zählst. Okay. 1, 2, 3, Hey Noah!